Ja, ich nehme mal noch ein Leidensthema für viele, nämlich die Kettenregel zum Ableiten. Und ich möchte da noch mal ein bisschen so in den Hintergrund gehen. Pack das in die Playlist Ableiten, da habt ihr auch genug Beispiele. Aber ich halte es für ganz sinnvoll, dass ihr die Verkettung an sich versteht. Dann kommt ihr eigentlich relativ easy dadurch. Also, warum ist, wenn ihr die Funktion f von x habt, zum Beispiel 3 mal x hoch 3 minus 4 hoch 7. Warum ist f' von x gleich 7 mal 3 mal x hoch 3 minus 4 hoch 6 mal 3x Quadrat? Sieht furchtbar aus. Warum ist das so? Und warum haben wir da einmal sowas stehen dann wie u von v von x und f' von x ist dann in diesem Falle u' von v von x mal v' von x. Hier erkennt man vielleicht schon ein erstes Gerüst, nämlich man hat sowas wie eine äußere Funktion u von, also sowas wie 3 mal irgendwas hoch 7. Man hat v von x, eine sogenannte innere Funktion, wahrscheinlich x hoch 3 minus 4. Dann leitet man die äußere Funktion, das äußere Gerüst ab, also 7 nach vorne multipliziert mal 3. Man erkennt hier, dass die innere Funktion bleibt stehen. Oben ziehe ich einen ab und ich multipliziere mit der Ableitung nur von der, in Anführungsstrichen, nur von der inneren Funktion. Und hiervon die Ableitung wäre 3x Quadrat. Wenn man da so ein bisschen den Blick für bekommt, dann, egal was da steht, wird es eigentlich relativ easy. Also auch wenn da Sinus, Cosinus steht, Wurzel oder sonst irgendetwas. Wie ist jetzt der Hintergrund? Es ist ein Zusammenbasteln von u von x gleich 3x hoch 7 und v von x gleich x hoch 3 minus 4. So, und was ist jetzt eigentlich nur passiert? Man hat so ein Gerüst, eine Funktion, so ein Gerüst, noch eine Funktion. Und jetzt nimmt man die eine Funktion und setzt diese sozusagen komplett bei der anderen überall da ein, wo ein x ist. Wenn ihr jetzt mal schaut, wenn ich das hier für x einsetze und noch Klammern drumherum packe, dann haben wir 3 mal das in Klammern hoch 7. Und das wäre dann der verkettete Ausdruck u als äußere Funktion und v, die andere, als innere Funktion sozusagen eingesetzt. Deshalb u von v von x. Jetzt könnte man mal testweise, könntet jetzt anhalten und mal probieren, was wäre denn dann v von u von x? Was wäre denn das? So, jetzt sagt man sich einfach, okay, v, das ist jetzt die äußere Funktion und ich nehme jetzt u und setze diese jetzt überall bei der hier ein, wo ein x ist. Ich sage immer, überall, wo ein x ist, da könnten ja mehrere x stehen. Jetzt setze ich das hier in Klammern ein, 3x hoch 7 in Klammern hoch 3 minus 4. Und da hättet ihr den verketteten Ausdruck v von u von x stehen. So, das ist so der Hintergrund, wo ich noch so ein, zwei Beispiele habe in der Playlist, dass man da so den Blick für bekommt. Und wenn ich dann zum Beispiel jetzt hätte, u von x wäre zum Beispiel 3 mal Wurzel x und v von x wäre Sinus x. Dann könntet ihr jetzt relativ schnell u von v von x bestimmen, nämlich u ist der äußere Rahmen und v ist die innere Funktion, also nehme ich mir diese komplett und setze überall da ein, wo ein x ist, hätte also 3 mal Wurzel aus Sinus von x. Und man erkennt einen verketteten Ausdruck mit dem äußeren Gerüst und der inneren Funktion. Und sollte hier wieder herangehen und sehen, okay, wenn ich das ableite, ich würde hier wieder empfehlen, irgendetwas mit Wurzel, ist immer besser so hingeschrieben, hoch ein halb und kann dann sagen, okay, hiervon die Ableitung, wenn ich nach der Kettenregel gehe, u', also das äußere Paket abgeleitet, das äußere ist hier 3 mal irgendetwas hoch ein halb. Es wäre also 1/2 mal 3, das ist die innere Funktion. Die innere Funktion bleibt
hoch minus 1,5. Warum? Hochzahl nach vorne multipliziert, oben eine abgezogen, innere Funktion bleibt erhalten, mal, und ich multipliziere noch mit der Ableitung der inneren Funktion, die ist Cosinus von x. Und das wäre zu dieser Funktion jetzt hier, ich nenne die mal g von x, das wäre dann g' von x. So, also nochmal, manche schreiben sich auch die Teilschritte nochmal hin. Teilschritte hinschreiben heißt, wenn ihr u herausgefunden habt, wenn ihr v herausgefunden habt, u' einzeln nochmal hinschreiben. Das wäre hiervon 7 mal 3 mal x hoch 6. V' einzeln hinschreiben, das wäre hier 3x². Da kann jeder rangehen, wie er will. Die einen sehen es hinterher, vielleicht müsst ihr es auch hinschreiben. Nochmal, wenn ihr den Blick für die Verkettung habt, was ist die äußere Funktion, was ist die innere Funktion, dann solltet ihr eigentlich relativ entspannt durchkommen.